gelobt sei Jesus Christus. So, nachdem ich in der letzten Folge bei Kingdom Come Deliverance geschlafen habe, bin ich jetzt wieder wach und es kann weitergehen mit dieser Folge. Und zwar, letztes Mal war ich beim Henker da oben, beim Grab und so weiter, und da war kein Ring. Ich sollte was ausgraben und ja, der Ring war nicht da. Mal sehen, was der hier zu sagen hat. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, sie ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Und wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Es geht auch mit Fingerspitzengefühl. Zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ich habe etwas Erfahrung. Gut. Wenigstens bist du nicht so tollpatschig, wie du aussiehst. Hier hast du einen Dietrich. Okay, er hat Erfahrung. Meint er jetzt beim Schlösserknacken oder bei Jungfrauennagel? Erzähl mir von den anderen Müllern hier, genau. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Ich erzähle das mal ein bisschen Kartoffelchips. Erzähl mir von Wojcik. Er ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Kann ich was fragen? Was ist mit den Scarletson? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Weißt du irgendetwas über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. Das wäre alles. Lebe wohl. Was ist denn in einem fremden Bett zu schlafen? Hau ab! Ja, ist doch gut, du Dödelmensch. Kann ich jetzt was essen? Nein. Hey, du da! Du kannst hier nicht schlafen! Such dir dein eigenes Bett! Hallo! Halt mal die Luft an, Fretter. Fresssack, oder wie immer. Glaubst du, das ist dein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Okay. Steh auf! Was liegst du hier rum? Verpiss dich! Ich bin doch schon weg.
Hallo Warwick, geh mal von der Tür weg. Okay. Kann ich auch so gucken, wie spät das ist oder sowas? Das ist wohl da oben jetzt, ne? Ja, 5 Uhr. Das Ding ist da oben dann irgendwie. Oder so, 5 Uhr müsste das sein. Gut, wird dann langsam hell. Also ich gehe mal da oben hin. Richtung Burg und mal gucken, dass ich da vielleicht diesen Wein verkaufen kann oder so. Mit einem Pferd wäre das natürlich einfacher. Aber gut, mal sehen, vielleicht kann ich irgendwo ein Pferd mopsen oder keine Ahnung. Denn wir brauchen ja ein bisschen Geld und ja. Ich brauche überhaupt noch Schwert oder sowas, Waffen und damit ich dann halt Schnellreise auf der Karte und so hoch. Ja. Ich will aber jetzt nicht schnell reisen. Hallo. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich muss ja sagen, was mit dem Schwert genau. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gab. Okay. Ich muss mal kurz ein Stück Schokolade nehmen. So. Okay, weiter. Du hast ein Decklager. Juhu. Lager, Lager. Hier schläft einer hier mitten auf der Straße sozusagen. Waffenschmied. Aha. Dann lass mal gucken. Ist sogar offen. Oh. Ich kann leider keine. Oder bis ist das hier? Schloss knacken? Nein, ich will nichts knacken. Moment, hier ist keine Tür, ne? Hier oben. Hallo? Das ist auch wieder privat. Na gut. Ich will keine Schlösser knacken. Auch nein. Hallo. Buh. Okay. Na gut. Vielleicht hat er auch noch nicht auf. Ich weiß es nicht. Oder. Okay, weil er überall zu ist. Händler. Naja, wenn, dann ist aber noch keiner da. Gut, ich bin wohl etwas zu früh dran. Ähm.
Schreiber. Was macht denn ein Schreiber? Der schreibt, oder was? Apotheke. Okay. Du warst in der Kirche. Ja, das ist da. Da ist eine Kirche, aber hier ist jetzt was. Ein Fleischer, okay. Oh. Moment, wie spät ist denn das? Was zeigt er denn da an? 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. Guten Morgen, alle aufstehen. Hi. Habe ich auch was entdeckt? Nee, ne? Grämer. Okay, hallo? Bürgerin. Oh Gott, sind immer dieselben Fragen und die Antworten auch, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe, ne? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Ja. Wie ist das Leben in Rathai? Er lebt sich's gut. Wäre aber besser, wenn diese elenden Flüchtlinge nicht wären. Genau, das sind immer dieselben Sachen hier. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ja, sie haben's schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lange hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Na gut. Mach's gut. Ja, du auch. Kann ich hier rein? Nein. Wann öffnen die denn? Händler. Nein, Tür ist auch noch zu. Was macht ihr denn hier alle auf, sag mal? Hä? Bäcker. Der hat offen. Oder was? Nein. Die haben alle noch geschlossen. Na gut. Alle haben noch geschlossen. Tralalalala. Hier ist auch wieder ein Laden. Ah ja. Eine Schenke, die hat offen. Okay. Auch den Top essen. Einfach mal essen, ob er noch gar nicht da dran stand, dass ich Hunger habe. Schloss knacken? Nein. Ah ja, da komme ich wieder raus. Und was habe ich hier oben? Ich bin in einem Privatbereich. Da ist eine Truhe, die ich knacken könnte. Also, wenn ich es wollte. Aber ich will es ja nicht. Die ist sehr schwer zu knacken. Vorsicht, Kopf einziehen. Warte, das? Ein Brett.
Ein kleiner Garten. Nun gut. Wie auch immer. Die haben alle hier noch geschlossen. Da ist das jetzt was? 7. Ich warte mal eine Stunde. Vielleicht haben die um 8 Uhr dann alle geöffnet. Ja. Upsi. So. Ich wollte mal gucken, weil ich aber was verkaufen wollte. Hier beim Bäcker. Oh, hallo, hier ist es offen. Warte doch mal. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Lass uns handeln. Einmal verkaufen. Der Retterschnaps. Wahnsinn, da würde ich 18,8 bekommen. Aber den brauche ich eigentlich nur zum Speichern, wobei erstens speichert er ja immer, wenn ich im Bett bin. Und zweitens speichert er ja auch so immer mal. Ringelblumenaufguss. Regeneriert binnen einer Minute 30 Lebenspunkte und beseitigt die Auswirkung eines Katers. Aha. Gesundheit 30. Naja. Einen verkaufe ich mal. Rote Beete. Jetzt ist nicht gerade viel. Aber ich mache mal alle drei da rein. Du erhältst 7,0 Vermögen des Händlers 2,0 oder was? Bekomme ich jetzt da mehr als der Händler hat oder was? Mal gucken. Lass uns mal ein bisschen hier falsch gehen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Nun, versuchen wir es. Lass uns handeln, Süße. So, die will normalerweise 7,1 haben. 7,1. Ich versuche mal. Auf 7,5. Zufrieden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Noch ein bisschen runter. Okay, 7,5 nicht. Wie wäre es mit 7,4? Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Okay. So, dann habe ich jetzt wie viel Geld?
Was wechsle ich da durch? Ah ja, Moment. Nahrung, nein, sonstiges. Geroffen habe ich es 11.5. Ach, das ist unten auch dann sichtbar, genau. Okay. Okay, so 11 Groschen haben wir. Ein süßer Pfannkuchen. Ja, so kann ich das halt nur klauen. Das will ich ja nicht klauen. So. Schloss knacken, ich will nichts knacken. Die Tür an der Straße ist abgeschlossen. Warum? Okay, hier ist offen. Darin, was gibt's denn hier? Pferdefleisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Ja, ja, was hast du denn? Dörfleis, Grieben, Hamm, Hammelfla, okay, Felder. Was kann ich denn verkaufen? Warte mal. Branntwein vielleicht? Starker Alkohol, der körperliche und seelische Leiden hinwegbrennt. Ha. Ich kann das ja mal verkaufen. Vermögen des Händlers 200. Wow. Ich gebe. Was? 8? Ich habe 8 Dinger? Warte mal, Retterschnaps. Okay, warte, warte mal. Ich mach mal. Er speichert da jedes Mal im Bett. Wenn ich im Bett bin, kann ich speichern oder ja auch so speichern, dass ich halt rausgehe. Ist ja dasselbe. Der Retterschnaps speichert ja auch nur so für zwischendurch. Weißt du was? Ich verkaufe 6, dann habe ich noch 2 für den Fall, dass ich das doch nochmal brauchen sollte, aber. Komm her, 6 Stück. Habe ich da 118, okay. Da ist ein Wein. Verkaufe ich beide? 120. Gut. Andere Sachen kann ich nicht verkaufen. Es geht nur Esssachen hier bei denen. Okay. Dann lass uns mal handeln. Ich kriege 120. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Bim, 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 bim. 120. Wie wäre es mit 130? Weil du es bist. Nah dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Genau, 125 hatte ich eigentlich so auch vor. Komm her, 125. Mit der Summe kann ich leben. Gut. Dann habe ich jetzt nein, Moment, insgesamt unten habe ich 136,5. Langsam bekomme ich Geld, das ist gut. So. Irgendwo hatte ich doch noch einen Waffenladen gesehen. Das war, was ist das hier nochmal? Ah ja, eine Schere. Schneider, genau. Schneider, Helge. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Ja.
So. Jagdschwert. Hallo? Waffenschmied? Guten Tag, wie kann ich helfen? Keine Ahnung. Ich hätte gerne eine Waffe. Reparatur. Warte mal. Bitte was? Lass uns handeln. Oh Gott, ein altes Schwert. Da alleine würde von 494 für haben. Eine kleine Axt für 110. Nee, ist klar. Altes Schwert, Bürgerschwert, ja klar. Waffenart, Kurzschwert, okay. Bei Schaden steht 43. Edles, ja klar. Edles Jagdschwert, Alter, 789. Jagdschwert 180. Nee. Klopfer. Kriegshammer, Metall, Streitaxt, okay. Oh, die sind aber teuer. Nadel. Rettender Engel. Rennt. Komisch. Spiel doch gar nicht mit Akku, spiel doch mit Dingens hier. Mit Kabel. Seltsam. Ein Ritterjagdschwert. 40. Söldner gespielen. Stich und Schlag 45. Tja. So viele Waffen, ey. Aber für den Anfang. Muss ich noch ein bisschen sammeln. Da kann man gar nicht so viel erlauben. Ha. Okay, ich würde noch mal ein bisschen was sammeln. Ja. Gut, ich habe jetzt hier Karte, warte mal, H.
Heimkehr. Genau, das war das. So, ich bin ja jetzt hier wegen ne, ABC, die brauche ich nicht. So, hier sind halt die ganzen Dinge. Warte mal, das sind Questgeber. Der ist ja sozusagen hinter mir. Ach, der ist das. Kunek. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Dir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Ist auch dahin gekommen. Ich könnte dich hier und jetzt töten. Nee, leck mich doch. sei vernünftig. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Und doch, du kannst mir nicht ewig auf die Pelle rücken. Bastard. Verdammt. Aua, 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 sag mal, wie schnell haut er denn zu? Du Hurensohn! Boha Jeho! Scheißdreck! Aha. Du wirst leiden. Ah ja? Hör doch mal auf zu treten, du Schwein. Die Fresse. Aber. Was? Aua. Gott verdammt. Ja, warte gleich. Fessel zum Kochen, Körbe für den Einkauf und Fackeln für die Nacht. Ich habe alles. Hm.
Der gibt auf und geht einfach weg, ey. Der Hammel. Na gut. Aber der andere Typ, der ist ja dann irgendwo weiter oben, ne? Gott, so viele Fragezeichen hier noch. Da und da und die anderen Orte hier überall. Tja. Der andere Typ ist jetzt nicht da. Warte mal. Das ist da unten, genau da muss ich ja hin. Das Erwachen. Mein Zuhause wurde zerstört, ja, und so weiter. Hol das Schwert deines Vaters zurück. Zeigen. Grün. Wo leuchtet das denn grün? Das andere ist da. Das andere ist da. Ja. Okay. Das. Okay. Dann. Das mal so. Eieieiei. Und das andere. Diesen Berg da wieder hochgehen. Gut, ich kann mir noch keine Waffe leisten und Pferd habe ich auch noch nicht. Na gut. Dann gucke ich mal, ob ich hier dem Weg so irgendwie folgen kann. Der Ring. Ob ich den irgendwie kriegen kann bei den Henker, den Ring. Ich weiß ja nicht.
Halt ohne Waffe und so. Da muss er noch einiges üben und lernen, der Heinrich. So, ich gehe einfach mal hier durch. Das mag etwas seltsam klingen, aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. Er war mein Freund. Er war mein Freund. Er trug einen Ring als Glücksbringer. Und da er ihn nicht mehr benötigt, dachte ich, dass ich die Toten ausnehme und ihn habe. Ich würde ihn abkaufen. Immer mit der Ruhe. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich zahle auch.40 ist ein bisschen viel, ne? Wie wäre es mit 35? Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. 38?37, komm. Er gehört dir. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Okay, den Ring haben wir. Was hast du hier zu suchen? Kehre zur Müller zu... Okay. Hä, was? Gut, dann gehen wir zum Müller zurück. Ja, das kriege ich noch hin. Und ich hab den Ring, ich hab den Ring. Gut, der ist anscheinend wertlos und ich habe Geld dafür ausgegeben, aber hey. Krieg irgendwie das Geld ja wieder rein, die 40. Mal sehen wie. Noch keine Ahnung so richtig. Da ich noch kein Pferd und keine Rüstung habe, ich weiß gesagt, hier keine Waffe, kein Schwert oder sowas. Aber das kommt noch. Erstmal hier eine kleine Aufgabe machen. Und mal sehen. Ich denke mal vielleicht durch die Aufgaben, die ich machen kann und machen muss, dass ich dadurch dann irgendwie dann irgendwann mal an eine Waffe und ein Pferd komme. So, muss ich was essen? Aus dem Topf nehmen. Ich kann was essen. So. So. Und dann könnte ich mich eigentlich da wieder hinlegen, weil, naja, ich muss mich wieder erholen. Müller, warte doch mal, Müller. Guten Tag. Ich habe den Ring. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Ja, das könnte ja nützlich sein. Würdest mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Die gestohlene Ware verkaufen.
Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Dann viel Glück. Die Regel des heiligen Nikolaus. Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Taschendiebstahl, aha. Zwanzig Dietriche? Zur Sache. Nix da. Ach so, nee, die hat er ja 20 Dietriche. Quatsch. Der hat einen Dolch. Der Dolch kann nicht ausgerüstet werden. Aha. Naja. Nee, lass mal. Eine Schatzkarte. Ich habe 13 Äpfel. Was hat der denn? Ah, der hat allerhand Vermögen. Okay, ich habe 7 Dietriche. 2 Fackeln. Gebratene Ente. Linsenbrei. Na, ist auch nicht mehr viel wert. War das nicht mehr so. Gesund ist sozusagen. Eine Ringeblume bringt auch nichts. Genau, da habe ich die Schaufel. Da kann ich dann halt bei den Schatzkisten, wenn ich dann mal, Schatzkarten was finden soll, ihr dann irgendwie ausgraben. Okay, gut. Soweit das. Also, warte mal. Naja, 1,9 ist nicht gerade. Sprechen wir den Preis. Ja? Okay. Zwei. Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Und Hand drauf. Naja, gut. Da schlag ich zu. Ja. Ich habe eine Schaufel und ich habe Schatzkarten. Die Frage ist nur, wenn man so Schatzkarten hat, ne, wo soll das denn alles sein und so weiter. Wofür ist das jetzt hier? Bringe den Ring zum Müller. Ach ja. Okay, das ist da ganz oben. Halleluja. Das rote B. Habe ich das hier erstmal wegmachen? Ja, gut. Dann schaue ich mal, ob ich irgendwie nächstes Mal zum roten B oben hinkomme. Okay. Okay, gut, da ist mein Bett.
Dann lege ich mich erstmal da in mein Bett und, obwohl es noch hell ist. Moment. Na, Hund? Hunde müssen draußen bleiben. So. Das ist mein Bett, ne? Weil da steht dann auch dran, schlafen und speichern, genau. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir zu diesem anderen Müller dahin. Bis dahin, mach's gut und bye bye.